Hallo und herzlich willkommen zu React Performance. Mein Name ist Christoph Schmollhofer. Ich arbeite für Inyo Solutions und wir setzen seit 2019 React ein. React ist eine JavaScript-Bibliothek für Bedienoberflächen von Facebook, wird sehr weit verbreitet verwendet. React ist deklarativ, komponentenorientiert. Und React behauptet, performant zu sein. Okay. Für uns hat sich das nicht unbedingt unmittelbar bestätigt. Wir sind schnell in Performance-Probleme reingelaufen. Wir lösten die Probleme bei großen Wertebereichen in Autocomplete-Controls durch den Umstieg auf Suchdialoge. Die Performance-Probleme bei großen Formularen mit vielen Komponenten waren schwieriger zu lösen. Ich werde in dem Vortrag drei Programmiermodelle für React vorstellen, ihre Performance-Charakteristik analysieren und auf Optimierungsmöglichkeiten eingehen. Vorweg, der Production Build von React ist wesentlich performanter als die Ausführung im Development Server. Die React-DevTools bieten einen Profiler, der nicht immer zuverlässig ist. Generell ist die Render-Performance von React-Anwendungen abhängig von der View-Size. Es ist O von View-Size, nicht O von Data-Size. Ich werde nicht auf Form-Side und React-Hook-Form eingehen. Das erste Programmiermodell. Das ist das klassische React-Programmiermodell mit React-State und kontrollierten Eingabelementen. Ich gehe in die Demo. Wir sehen eine kleine Beleganwendung. Hier ist der Belegkopf. Der Belegkopf zeigt die Summe über alle Positionen. Eine Position ist in einer Zeile. Ich gebe mal die Werte ein für eine Zeile. Man sieht, aus dem Nettobetrag und der Mehrwertsteuerrate wird der Mehrwertsteuerbetrag und der Bruttobetrag berechnet. Das ist dann entsprechend doppelt so viel, wenn ich 2 eingebe. Man sieht, die Werte im Belegkopf aktualisieren sich. Wenn ich Position ändere, wenn ich hier auf 1 runtergehe, wird die Nettosumme oben um 2 weniger. Das passiert, das heißt, die Anwendung ist reaktiv. Kontrolliert bedeutet, dass der React-State die Inhalte der Textfelder, der Eingabetextfelder übernimmt. Ich habe jetzt 0 in der ersten Zeile beim Nettobetrag stehen. Ich gebe die 1 ein. Ich sehe die 0,1 gar nicht. Die 0,1 wird vom Eventhändler in die 1 konvertiert. Der Eventhändler schreibt eine 1 in den React-State. Und React rendert das Textfeld neu und übernimmt die 1 aus dem State. Entsprechend, wenn ich hier die 1 lösche, dann wird der Leertext im Event-Handler in den 0 konvertiert und die 0 in den React-State gesetzt und hier wieder zurückgespielt in das Eingabefeld. Die farbigen Zellen habe ich eingebaut, um die Render Performance von React zu überprüfen. Bei jedem Rendervorgang wird eine Farbe zufällig ausgewählt. Das heißt, wenn sich die Farbe ändert, bedeutet, dass die entsprechende React-Komponente gerendert wurde. Wenn die Farbe gleich bleibt, bedeutet das, dass die React die Render-Performance optimiert hat und die Komponente nicht neu gerendert hat. Hier sieht man, dass jede Position und auch der Belegkopf für jede Eingabe neu gerendert werden, weil sich die Farben ändern. Das ist nicht optimal. Man würde erwarten, dass nur die Positionen gerendert werden, deren Daten sich verändert haben. Ich verändere nur die erste, aber alle weiteren Positionen bleiben gleich und die müssten nicht gerendert werden. Ich gehe in den Programmcode, um zu verstehen,
was da eigentlich passiert. Warum werden mehr Positionen gerendert als eigentlich notwendig? Das hier ist eine React-Funktionskomponente, Document and Change. Das ist die eigentliche Belegkomponente. Die liefert hier die JSX-Elemente, React-Elemente zurück. Das ist die Beschreibung der Komponente, die GUI-Beschreibung der Komponente. Man sieht, hier ist der Header, der Belegkopf, hier ist die Liste der Belegpositionen. Es wird über die Position des Belegs wird iteriert und für jede Position wird eine Positionskomponente zurückgeliefert. Das Problem, warum zu viel gerendert wird, resultiert daher, dass eine geänderte Position nicht direkt zum Belegkopf die geänderten Daten kommunizieren kann. Die geänderte Position muss über den Umweg der Parent-Komponente kommunizieren. React bietet keine Möglichkeit, zwischen Geschwistern oder Kindern von Geschwistern direkt zu kommunizieren. Es muss immer der Umweg über den Parent gemacht werden, der einen Callback reinreicht, der dann die Änderungen zum Parent kommuniziert. Hier ist das Update Document Callback. Update Document Callback ist hier definiert. Letztlich wird Update Document aufgerufen. Update Document kriegt das neue Datum, den Value, setzt den Value in die entsprechende Position, berechnet den Beleg mit den neuen Daten vollständig neu durch und setzt dann den neu berechneten Beleg, die Daten in den React State. Dieser Setter kommt über den klassischen UseStateHook von React. Der React State wird aktualisiert. React rendert die Komponente neu. Was das bedeutet, ist, dass jede Komponente des Belegs neu gerendert wird. Das heißt, React geht hier rein, iteriert über alle Positionen und berechnet alle Positionskomponenten neu. Das sorgt für die schlechte Render-Performance. Ich gehe nochmal in die Demo. Es wird alles neu gerendert, obwohl sich nur eine Position verändert hat. React hat eine Standardoptimierung für dieses Standardproblem. Die Standardoptimierung ist Komponentencaching. Ich aktiviere es. Und wie ist das Verhalten jetzt? Ich ändere die erste Position und tatsächlich, es wird nur die erste Position neu gerendert. Das funktioniert natürlich nicht nur für die erste, sondern auch für die dritte und alle weiteren Positionen. Das heißt, das Caching hat die Render-Performance merklich verbessert. Ich gehe in die Implementierung für das Caching. React bietet mehrere Möglichkeiten für das Komponenten-Caching. Eine Möglichkeit, die es schon lange gibt, ist die Higher-Order-Komponente Memo. Memo nimmt die Basiskomponente, reichert die um das Caching-Verhalten an und liefert die Position mit Caching-Verhalten zurück. Per Default vergleicht Memo alle Props. Die Texte und Strings werden per Wert verglichen. Referenzen werden auf Referenzgleichheit verglichen. Das ist das Default-Verhalten. Wenn das nicht passt oder wenn das nicht optimiert genug ist, kann man ein eigenes Verhalten mitgeben, wie die Props verglichen werden sollen. Ich habe das hier genutzt, um den Caching-Schalter zu implementieren. Und hier habe ich einen optimierten Vergleich implementiert. Die funktional abhängigen Werte Mehrwertsteuerbetrag und Bruttobetrag sind hier nicht
im Vergleich enthalten. Ich gehe hier nicht auf die Subtilitäten des Component Cachings ein. Es wird immer wieder diskutiert, ob das Komponentencaching nicht automatisiert werden kann. Bisher ist aber vom React-Team noch nichts gekommen. Grundsätzlich ist es so, dass nicht jede Komponente automatisch memoisiert werden soll, weil einfach Performance-Overhead da ist, jede Komponente zu cachen. Ich komme zum zweiten Programmiermodell. Das ist merklich anders als das erste. Es wird kein React State verwendet. Das Rendering wird kontrolliert, manuell kontrolliert. Das ganze Update-Verhalten von React ist ausgeschaltet. Es ist alles manuell definiert. Ich gehe in die Implementierung rein. Das hier ist die Store-Klasse. Die Store-Klasse ist eine JavaScript-Klasse, klassisch objektorientiert. Die Daten sind hier, die Daten des Dokuments, und hier gibt es all die Methoden, die auf den Belegdaten arbeiten. Hier wird zum Beispiel die Position berechnet, hier wird der Belegkopf berechnet. Interessant ist, wie der Store in React referenziert wird. Ich benutze hier den React Hook UseRef. Der liefert eine stabile Referenz auf ein Objekt, in dem Fall hier meinem Store. Die klassischen, hier handelt es sich nicht um eine normale lexikalisch gebundene JavaScript-Variable, sondern diese Referenzteil ist gültig in jedem Rendervorgang. Das heißt, jeder Aufruf dieser Funktion, dieser Funktionskomponente Document Store, sieht dieselbe Referenz. Das ist vergleichbar zu einer statischen Variable in C. Dadurch, dass am React State vorbei gearbeitet wird, ist man selbst verantwortlich, das Rendering zu triggern. Ich habe das hier gemacht mit einem Boolean State, der immer verändert wird, wenn es eben fachlich angebracht ist. Ich gehe nochmal in die Store-Klasse, um zu zeigen, wo das verwendet wird. Wenn man hier guckt in Update Document, hier wird der Belegkopf verändert. Und das möchte man dann sehen in der GUI. Das macht dieser Aufruf von ForceRender, der erzwingt jetzt das Rendering des Belegs. Auf den Concurrent Mode werde ich am Ende des Vortrags noch eingehen. Das dritte Programmiermodell soll die Schwächen der beiden vorherigen nicht mehr aufweisen. Das Problem bei den ersten beiden Programmiermodellen ist tatsächlich das manuelle Tuning. Es ist fehleranfällig, man kann zu viel cachen, man kann zu wenig cachen. Man muss entscheiden im ersten Programmiermodell, welche Komponenten man cached, wie man das Caching performant implementieren kann. Das dritte Programmiermodell ist ein feingranular reaktives Programmiermodell. Ich habe mich hier für das Framework Chotai entschieden. Es ist inspiriert von einem ähnlichen Framework von React, Recoil. Der Platzhirsch unter den feingranularen Frameworks ist MobX. MobX funktioniert anders als Chotai und Recoil. MobX arbeitet mit Proxys. Es ist magischer als Chotai und Recoil. Chotai und Recoil definieren reaktive Berechnungen. Diese Berechnungen müssen explizit spezifiziert sein. Die Abhängigkeiten werden nicht manuell angegeben,
aber werden direkt erfasst vom Framework ohne Proxies. Es wird mit Zugriffsfunktionen gearbeitet. Ich gehe in die Demo. Also, man sieht hier wieder die Beleganwendung. Ich ändere eine Position. Es wird die Position neu gerendert. Die Farben in den anderen Zeilen bleiben stabil. Das heißt, es wird wirklich nur die veränderte Position gerendert. Das ist gut, das ist optimiertes Verhalten. Oben der Belegkopf wird auch aktualisiert. Das ist auch gewünscht. Wenn ich hier 0 eintrage, wird die Nettosumme um 1 vermindert. Das passt, das funktioniert. Interessant ist das Verhalten bei Insert und Delete. Ich füge eine Position hinzu und man sieht, rechts werden die Farben durcheinander gewürfelt. Es werden alle Positionen neu gerendert. Bei Delete verhält es sich entsprechend. Alle Positionen werden neu gerendert, die Farben ändern sich wild. Okay, ich werde im Code zeigen, wie das zu verstehen ist und wie Zhoutai programmiert wird. Zhoutai arbeitet wie Recoil mit der Atomabstraktion. Es werden reaktive Berechnungen definiert. Die Atomfunktion liefert einen Getter. Das Framework liefert dadurch einen Getter. Das ermöglicht es, auf andere Atome, auf andere reaktive Werte zuzugreifen. Dem Framework ermöglicht es umgekehrt, den Zugriff auf reaktive Werte zu tracken und hinterher zu optimieren. Das heißt, durch diese Berechnungsdefinition mittels eines Getters werden die Abhängigkeiten explizit erfasst und es können die Berechnungen optimiert werden. Ändert sich ein Datum, von dem andere abhängig sind, werden die abhängigen Atome neu berechnet. Das ist der grundsätzliche Mechanismus. Also hier sieht man, die Get-Funktion liefert hier die IDs der Belegpositionen in der Liste. Hier liefert die Get-Position die nette Position und diese Get-Funktion liefert die vollständige Position zu der nette Position. Es ist hier eine Kaskade. Ich ändere die nette Position, das Atom. Das triggert das Update der vollständigen Position. Es werden Bruttobetrag und Mehrwertsteuerbetrag berechnet und hier wird dann das Update des Belegkopfes getriggert. Das heißt, es ändert sich irgendwo eine Nettoposition, es werden dann zuerst die Positionen berechnet, dann wird hier der Belegkopf, die Änderung im Belegkopf getriggert und es werden die Summen hier einfach neu ausgerechnet. Dieses ungünstige Renderverhalten beim Insert und Delete kann man hier nachvollziehen. Man sieht, die Komponente der Positionsliste verwendet das Atom, das die IDs der Belegposition in der Liste hält. Wenn sich die IDs dieses Atom hier ändert, wird hier diese Veränderung registriert und diese Positionsliste, diese Positionskomponente neu berechnet. Und hier ist keine Optimierung, kein Caching angebaut. Dadurch wird die vollständige Positionsliste nochmal neu gerendert. Zhoutai bietet aber die Möglichkeit, dieses nicht performante Rendering-Verhalten zu optimieren. Ich gehe in die nächste Demo. Zhoutai kann React-Komponenten selbst
als reaktive Datenstrukturen verwalten. Ähnlich wie der React-Caching-Mechanismus React-Komponenten cached, verwaltet JOTA, kann JOTA die React-Komponenten intelligent verwalten in einer Atomfamilie. Für mich ist das eine Factory für Atome und ein Cache für Atome, ein intelligenter Cache für Atome. Und dadurch, durch dieses intelligente Caching der JOTA-Atomfamilien, kann man die React-Performance, die Performance verbessern. Ich demonstriere das hier erstmal, das nochmal das bekannte Verhalten bei Ändern einer einzelnen Komponente. Das verhält sich gleich zur Demo von vorhin. Der Unterschied ist bei Insert und Delete. Wenn man darauf achtet, wird beim Insert werden die Farben nach unten geschoben. Das heißt, jetzt wird dieses Hellgrün wandert in die zweite Zeile und das wandert hier, dieses Hellgrün wandert in die vierte Zeile beim Insert. Ist passiert. Wenn ich das lösche, umgekehrt, wandert das wieder hoch. Das heißt, beim Löschen werden die bereits vorhandenen Positionen gar nicht gerendert. Beim Insert wird nur die neue Position gerendert. Das heißt, jetzt ist das Rendering-Verhalten optimal. Das Ändern einer Position veranlasst das Rendern dieser Position und des Belegkopfes. Das Löschen und Einfügen einer Position veranlasst das Rendern des Belegkopfes und beim Einfügen des neuen, beim Einfügen das Rendern der neuen Position. Aber die bestehenden Positionen werden nicht angefasst, die werden nicht neu gerendert, sondern aus dem intelligenten Cache der Atomfamilie von JOTA gezogen. Ich gehe in die Implementierung der reaktiven React-Komponente. Hier ist die Positionskomponente. Das ist allerdings nur ein Wrapper für die eigentliche Positionskomponente. Die ist hier in voller Schönheit mit all den Zellen. Diese Positionskomponente hier ist teuer zu rendern. Das sollte versucht werden zu verhindern. Diese Wrapper-Komponente greift auf die Position Components über diesen intelligenten Cache zu. Diese Position Komponente wird aus der Atomfamilie dieser Factory Cache Kombination ermittelt. Die Eingaben, die man benötigt für die Ermittlung der Position Komponente, die sieht man hier. Um eine Positionskomponente zu berechnen, zu erzeugen, braucht man die ID, den Setter und die beiden anderen Methoden einfügen und löschen. Dadurch wird der Zugriff, wird das Rendering-Verhalten optimiert. Falls keine Änderungen passiert sind für eine Komponente, wird die bereits berechnete Komponente aus dem intelligenten Cache genommen. Wenn es Änderungen gibt in der Komponente, dann wird automatisch die bereits berechnete Komponente in der Atomfamilie aktualisiert. Also, mir gefällt JOTA. Ich finde, es ist ein interessantes Konzept mit den reaktiven Berechnungen. Es ist gefühlt wenig fehleranfällig. Es ist explizit. Zur Laufzeit gibt es keine versteckten, geheimnisvollen Proxys, die in gewissen Kontexten dann zu Problemen führen können.
Es ist auch sehr schön mit TypeScript umgesetzt. Das sieht man jetzt leider hier in der GitHub-Ansicht nicht. Visual Code würde dann die inferierten Typen zeigen. Die Typinferenz funktioniert ausgezeichnet. Das heißt, das hat Daishi Kato auch schön implementiert, die TypeScript-Typen. Ich gehe noch mal in die Demo. Es ist eine schöne runde Sache, die Implementierung mit Showtie. Es funktioniert alles. Man muss da nicht nachträglich ein Caching-Verhalten einbauen. Das Wichtige ist tatsächlich, die reaktiven Berechnungen korrekt zu definieren. Man wird unterstützt vom Typsystem. Es ist so eine feine Sache, mir gefällt's. Ich habe den Concurrent Mode jetzt einige Male erwähnt. Was hat es damit genauer auf sich? Im Standard Mode wird eine Komponente vollständig gerendert. Die Komponente wird mit allen Kindkomponenten in einem Stück berechnet. Das macht Inkonsistenten in der GUI unwahrscheinlicher. Es sind immer noch Inkonsistenten möglich, wenn man zum Beispiel in React State selbst inkonsistent kriegt, indem man IO-Requests falsch synchronisiert. Aber es verhält sich insgesamt gutartig. Und generell ist React eher defensiv eingestellt. Zum Beispiel macht React ein Update-Batching. Es werden die Updates gesammelt in sinnvollen Batches und diese Updates werden dann am Stück behandelt und dann gleich vollständig gerendert. Der Rendervorgang ist, wie gesagt, in einem Abschnitt ohne Unterbrechung. Der Concurrent Mode gibt diese Garantie auf. Eine Komponente kann teilweise gerendert werden. Dann werden Events verarbeitet, eventuell wird Zustand verändert und die Komponente wird weiter gerendert. Die Motivation des Concurrent Modes ist zum Beispiel, dass Render-Updates priorisiert werden können. Der Inhalt eines Textfeldes, das gerade editiert wird, soll sofort aktualisiert werden. Dagegen der Inhalt einer Login-Komponente, in der der Text auch auftaucht, ist nicht so wichtig. Man kann einen speziellen Hook dafür verwenden, use deferred, und damit React signalisieren, diese Komponente verträgt auch leicht veraltete Daten. Ein anderer Use Case ist es, die Komponenten bereits im Hintergrund zu rendern und dann, wenn sie fertig sind, zum Beispiel einen Tabwechsel zu ermöglichen. Die gefühlten Latenzen sind dadurch geringer. Der Anwender guckt nicht irgendwie auf ein Tab, in dem noch nichts zu sehen ist. Im Weiteren kann der Concurrent-Mode auch mehr Parallelität ermöglichen. JavaScript ist zwar single-threaded, aber der Browser setzt IO-Requests parallel ab in eigenen Threads. Je früher IO-Requests gestartet werden können, desto besser ist es. Die Wasserfall-Artefakte werden dann unwahrscheinlicher. Unter so einem Wasserfall versteht man dieses Verhalten. React rendert, React sieht, okay, jetzt muss ich einen IO-Request machen. Dann wird wieder gerendert. Das neue Render triggert wieder einen IO-Request. Diese Wasserfälle sollen vermieden werden. Aber es bleibt dabei, Concurrency ist schwierig und fehleranfällig. Der Concurrent-Mode ist Opt-in und im Moment auch nur in experimentellen React-Builds vorhanden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Geduld. Ich hoffe auf eine spannende Diskussion.